Spieleschwärmer, das hier war das Intro. Ja, hallöchen, meine lieben Freunde. Hier ist der Spieleschwärmer. Schnappt euch eure Kuscheldecke und ein heißes Getränk. Heute mache ich mal etwas anderes. Ich spiele ein Spiel, das es noch nicht gibt. Und zwar Lost Ember. Das ist ein kleines Kickstarter-Spiel. Jetzt in den letzten Stunden tatsächlich seiner Existenz auf der besagten Kickstarter-Seite. Und ich wollte mir heute einfach mal angucken, was es denn so taugt und ob es es vielleicht wert wäre, da mal ein paar Euros zu investieren. Ja, ich glaube, lebendig sind hier nur noch die Pflanzen dieser Welt, so wie das aussieht. Es ist hier auf jeden Fall ein sehr, sehr volles akustisches Spektakel auf meinen Ohren. Und was glitscht da so rum? Regen glitscht da so rum. Glitschiger Regen. Deswegen ist auch die Erde, wenn es geregnet hat, immer so glitschig. Ein Wölfchen? Ein Wölfchen! Wir sind ein Wolf. Gut, der Hauptcharakter ist ein Wolf. Ja, man muss ja als Spieleentwickler sich auch immer überlegen, was nimmt man so als Figur, und manchmal sucht man sich dann halt, wie in diesem Falle, einen Wolf aus. Dann sucht man sich einen Wolf aus. Ja, das sieht jetzt nicht mehr vorgerendert aus. So, come on. Der klingt ein bisschen wie der deutsche Synchronsprecher von Johnny Depp. Und ein bisschen wie der Sprecher von Dear Esther. Beide gemischt. Jetzt bin ich getriggert und verliebt. Die Kamera steuert sich... also ich kann sie selber steuern, gut. Aber an sich steuert die sich irgendwie selbst. Na gut, mal gucken, ob es funktioniert. Ich laufe hier durch die Höhle. Hübsch sieht das schon mal aus. Sieht nach gekappten 30 Frames pro Sekunde aus, oder mein PC schafft einfach nicht mehr. Ja, aber gut. Es ist eine Pre-Alpha-Version. Da kann man auf jeden Fall ein Auge zudrücken. Das mit dem Licht hier, das erinnert mich sehr an Everybody's Gone to the Rapture. Mal sehen, ob das Gameplay genauso ist. Kann ich auch rennen irgendwie hier? Okay. Irgendwie nicht. Und falls ihr euch fragt, das Atmen, das bin nicht ich im Hintergrund. Also ich atme zwar auch, ich bin immerhin ein menschliches Wesen. Man glaubt es kaum. Aber dieses Atmen, das hier im Hintergrund läuft, das ist unser Wölfchen. Ich möchte gerne rennen können. Ein Fan von Walking Simulatoren wünscht sich, dass sein Charakter rennen kann. Oh oh. Das erinnert mich ein kleines bisschen an das Zelda, das rauskommt. Und an noch irgendwas. Ich weiß aber nicht an was. Oh, jetzt können wir heulen. Oder wie geht das? Ach, so geht das. Gleich macht deine Band auf. Ja, wir folgen dir. Wir folgen dem Licht, als würden wir Laternenfest feiern. Jetzt kann ich sogar rennen. Schön. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht viel über dieses Spiel angesehen. Es war in meinem Posteingang. Ich habe ein paar Screenshots gesehen und dann dachte ich mir, ach ja, komm. Kannst du mal ausprobieren. Jetzt habe ich das Licht verpasst. Oder? Nein, da ist es. Ich war zu schnell. Ich war einfach zu elitär. Ja, so ist das manchmal. Manchmal ist man einfach zu gut. Manchmal ist man ein Wolf. Kann ich hier auch hoch? Ich dachte, ich kann springen. Okay. Ich kann nur majestätisch komisch laufen. Ja gut, dann laufen wir halt einfach. Das Bremsen sah witzig aus. Nochmal. Ich will nochmal. Aber ich bleibe an einer Blume hängen. Und glitsche in den Berg. Warte mal. So, jetzt. Und bremsen. Oh! Das war schön. Das hat mir gefallen. Nee, das sah eben lustiger aus. Nochmal. Hä? Ich glaube, ich habe es an den Augen. Das sehe ich mir gleich in der Aufnahme nochmal an.
Knuckles, bist du das? Okay, wir können die Kontrolle von den Tieren übernehmen. Also sind wir kein Wolf, sondern wir sind dieses rote Licht. Das Leben einer Ampel. Hey Buddy, was geht? Kann ich heulen? Kann ich einen Ruf machen? Nein, kann ich nicht. Oh, jetzt bin ich... Ich bin doch wieder ein Wolf. Warte mal. Okay. Ab in die Höhle der Pilze. Erstmal schön Rinderfiletspitzen machen. Was geht, ihr Penner? Pennt ihr schön? Siehst du in der Höhle Penner, kommst du nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Die Kamera hat sich auf den Popo konzentriert. Da schäme ich mich jetzt. Ich habe ein Tierpopo gesehen. Ach, ein Maulwurf soll das sein. Und genau deswegen hätte ich mir vielleicht doch mal Nachhilfe in Biologie schnappen sollen. Ich sehe jetzt schon in den Kommentaren die schlechte Witze über... Du kennst dich nicht in Biologie aus, dann kannst du auch nicht das und das. Ja. Lassen wir mal, ne? Mir wird jetzt gerade erstmal bewusst, wie lange ich schon nicht mehr etwas Let's Play-mäßiges gemacht habe. Mindestens 2 Tage. Wieder buddeln. Jetzt wollte ich gerade mit Korinthen klug Cheater wissen prahlen, warum der Maulwurf eigentlich Maulwurf heißt und dass das nichts mit seinem Maul zu tun hat, aber ich habe vergessen, womit es eigentlich zu tun hat. Ups! Ab durch die Spalte. Ich bin wie Donald Trump. Nur jünger. Und mit weniger Farbe im Gesicht. Oh, jetzt ruckelt's aber ordentlich hier. Bisschen wenig zu tun. Oder kommt da jetzt gleich der große Plot-Twist? Auf einmal wird das Call of Tierwelt. Oh, ich höre Tierchen. Darf ich jetzt ein Vögelchen werden und durch die Welt fliegen? Das wäre witzig. Und da ich mir heimlich schon die Steuerungsoption angesehen habe, wird das wahrscheinlich auch so sein. Da gibt es nämlich Flugoptionen. Here it is. Follow me. Das mache ich doch schon die ganze Zeit, mein Freund. Ich folge dir. Twitter, das Spiel. Ich werde ab jetzt nur noch in einem Halbflüsterton sprechen. Denn das entspannt uns alle. Nicht wirklich. Ahu! Was reveale ich denn jetzt? Laserstrahlen. Ah, okay. Ja. Wie gesagt, ich bin wie Trump, ich baue jetzt Brücken. Denn die Mauer ist zu teuer. Das ist auch ein Witz, der wird bestimmt nicht schlecht altern. So wie Trump. Finally, here in the pits, we are all equal. The strong quarry firestone and feed the labors to the city. Also wie gesagt, man muss ja an der Optik noch ein bisschen was schrauben, weil es halt ruckelt wie sonst was und auch ja, noch nicht ganz so sauber aussieht. Aber wie gesagt, Pre-Alpha, das ist okay. Aber was schon mal richtig gut ist, das ist hier die Audioqualität. Richtig schön voll, der Sprecher ist gut. With our bellies filled with cacao wine and corn. We tell stories of the glory days. Und die Geschichte, gut, die muss jetzt noch ein bisschen an Fahrt gewinnen. And we laugh a lot. And we love a lot. Thus we shoot. Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was das Ziel eigentlich des Spiels dann wäre, ob man die Zivilisation wieder aufbaut oder so. Da habe ich jetzt auch ein bisschen zu viel für gequasselt. Surrounded by her guards. Her eyes stare into the flames. Wahai gave us hope. Oder ist das gar nichts Postapokalyptisches, weil die Namen sind ja jetzt nicht gerade so modern. Hi,
Kann ich irgendwas mit dir machen? Ich beiß dich. Ich hab dich gebissen. Ja gut, dann schleiche ich mal in die nächste Höhle. Ich kann übrigens gerade nicht sprinten. Ach, jetzt kann ich sprinten. Immer an der Wand lang. Und da sind die Vögelchen auch schon. Twitter, 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 Twitter. Ein roter Vogel und Twitter. Ja dann. Falsche Taste, ha? Huh? Ah. Oh, Flug. Ne, es ist keine Flugsimulatorsteuerung. Okay. Das verwirrt mich jetzt. Aber ich versuch's einfach mal. Slow Motion. Okay. Das ist die Slow Motion. Ist das jetzt wirklich Slow Motion oder fliege ich einfach nur langsamer dann? Kann ich auch sprinten in der Luft? Ach, guck mal, wir sind in einem Pixar-Film. Ab nach Rio, meine lieben Freunde. Ab nach Rio. Sturzflug. Ich bekämpfe den Baum. Oder auch nicht, denn das war anscheinend schon die Pre-Alpha. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ich bin wie ein Zwieback und gespalten. Nein, das sah gut aus. Das war nett gemacht. Klar, da fehlte der Feinschliff, aber wie gesagt, Pre-Alpha, was willst du erwarten? Ja, ich muss mir, glaube ich, jetzt gleich mal auf Kickstarter ein bisschen durchlesen, was das eigentlich für ein Spiel werden soll. Es sah interessant aus, aber irgendwie fehlte mir da was. Kann ich da jetzt eine Empfehlung für ausschreiben? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach so. Wenn ihr fandet oder empfunden habt, meine grammatikalische Erstellung von Sätzen funktioniert gerade nicht so gut, mache ich euch einfach mal den Link von der Kickstarter-Kampagne rein. Ich meine, jetzt zum Zeitpunkt des Aufnehmens sind es noch 38 Stunden, bei denen ihr backen könnt. Backe, backe, Kuchen. Ja, gibt's auf jeden Fall verschiedene Versionen, die ihr da machen könnt. Ihr könnt einfach ein kleines Trinkgeld da lassen, bis zur Collector's Edition mit Sammelfigur ist alles dabei. Ich lese mir das jetzt auf jeden Fall durch, weil Interesse ist auf jeden Fall von meiner Seite da. Aber ich bin noch nicht so 100% überzeugt davon, aber vielleicht bin ich das hier gleich nach der Beschreibungsseite. Richtet eurer Beschreibungsseite liebe Grüße von mir aus. Bis zum nächsten Mal. Der Spieleschwärmer ist raus. Ciao! Hat dir das Video gefallen? Dann lass mir doch ein Abo, einen Daumen und ein paar nette Worte da. So könntest du einem kleinen Spieleschwärmer den Tag versüßen. Oder war das Video Bockmist und ich habe nur Quatsch erzählt? Dann hilf mir mit konstruktiver Kritik, das nächste Video besser zu machen. YouTube schlägt dir jetzt auch noch ein paar Videos von mir vor und eine Playlist und da kannst du ja dann mal reinschauen. Vielleicht. Hoffe ich.